Ja, da kannst du schon mal aufbrechen zu Feld links von 21, das dürfte dann das letzte sein. Links von 21, wo ist denn das? Ach, da. So, hoffentlich habe ich jetzt alle Ballen von dem Feld. Hm? Nebel. Ich finde, der Nebel sieht geil aus. Mhm. Ja. Hat was. Der Morgentau. Ja, dies ist ja die Ernte, die ist beschlossen. Ja, ich weiß nicht, ich glaube bei uns ging es gerade ja, so, das ne? Wetter liegt es von der Trockenheit her. Ja, nee, ich meine auch so vom Ernteverlust herbei, eben wegen der Trockenheit. Was gut sind, sind die Kartoffeln. Hier rein, oder? Gut, ja, hier müssen wir rein. Kartoffeln sind gut geworden. Riesendinger. Ja. Ja, das Getreide, das fängt schon an zu schimmeln. Aber wenn man das Korn so nimmt, das ist noch ganz weich. Irgendwie richtig komisch. Also nicht ganz weich, aber halt noch weich. Ja. Bei uns haben sie alle schon runter. Wie soll ich denn hier durchkommen? Ja, warte draußen. Dann fahre ich raus mit deinem Stück. Nee, warte. Aber durch den Zaun so. Du kannst ja durchfahren eigentlich. Da muss ich nochmal eine Runde fahren, weil das wird dann nicht mehr seit innen einem reinladen. Fahr mal eine Runde. Ja? Gerade vor. Hä? Rechts rum. So. Naja, vor rechts. Hä? So. Nach rechts fahren. Nach so, rechts. Ja, ich hab anders geguckt. Ach so. So ja. Jetzt stehen oder was? Ja. Kann ich von beiden Seiten ranfahren. Die Innenballen wird schon wieder rausglitschen. Bisschen, ja. Egal, solange sie befestigt sind. Ja. So, ich glaube, ich kann nicht hier durchfahren durch den Zaun. Ach doch. Ja. Nur durch ein Holz. So, 3, 4, 5, 6. Sind's noch gut. So, wie gesagt, ich hoffe, dass wir jetzt alle Felder haben. Doch, morgen kann ich bestimmt für anderthalb Stunden bis zwei bestimmt zocken. Ich weiß ja nicht, ob wir morgen schon direkt dahin gehen. Vielleicht auch erst Samstag. Ja, wir sind ja in Kontakt. So, kannst du schon zum Auffahren. So mit 20 Dingern da, also unten steht er 20 und den Tempomat, das ist irgendwie die perfekte Geschwindigkeit wegen Schlaglöchern und so, sieht dann richtig geil aus. Nein! Was? Dieser kleine Ast, zwei Stück so runtergefallen. Dieser kleine Ast da,
Das kleine Na, davor weiter, ich habe ja noch eine Gabel hinten dran. Jetzt fährst du da, ja. Siehst du das schon? Hast du gesehen, das weiße kleine K. Ja. Oh. Gleich rechts hoch. Unreal. Warum? Ist doch unser ja, Wiesel wachsen tut unten. Warum fallen die runter? Ich hab nichts gemacht. Schon wieder drei Stück gefahren. Vorkommen, ja. Ich habe auch ein Pech, ne? Schlechtes Karma. Ich lasse die beiden gleich wieder mitschleppen, ne? Dann verkaufen wir halt einen Anhänger. Ich habe ja einmal abgekuppelt, dann ging es ja wieder, ne? Das lag bestimmt daran, weil ich auf diesen Paletten stand, ne? Wie das aussieht, so ein ganzes Ballenlager hier, ne? Das ist doch cool. Hallo, das mal wieder drauf machen hier. Gibt's ja gar nicht. Schon mal abgeguckt. Hab ich das ausgeschaltet? Ne, ich hätte es irgendwie ausgemacht, keine Ahnung warum. Und mit deiner Grafikeinstellung sieht der Anhänger bestimmt noch geiler aus, ne? Oder allein deine Texturen. Ja, schöne Holztexturen. Haben deine Grasballen noch so zotteln dran? Ja, ne, ich hab auf automatisch Low. Also sie sehen nicht schön aus. Okay. Auf jeden Fall habe ich schlechte Erfahrungen mit dem Ding gemacht. Und mit Bäumen. Nö, wie gesagt, das ist eine coole Sache. Er ist außer einfach so ein Klotz da stehen. Du mal abhängen, Anhänger? Jetzt tun wir dann dranfahren an Anhänger. So? Dranfahren irgendwie? Ja. Aber wäre es schlecht. Hä, kann man den Hänger nicht einfach so stehen lassen? So sieht doch gut aus, wenn man den so stehen lässt. So, guck. Ja, ne. Jetzt müssen deine verloren gegangenen Ballen holen. Die sind, wo wir hochgefahren sind, da. Ich wasch den mal. Soll ich den ja auch tanken oder? Ja, kannst du machen, ne? So, sehr, sehr schön. Schöne Seemaschine mit Zaun. Wachsbruch. Hast du einen Kartoffelruder im Weg gestellt? Der ist auch sauber gemacht haben. Vom Regen. Oh Gott. Vorwärtsschild weggeschleudert. Ja, das war schon passiert. Jetzt haben wir gleich 1 Million auf dem Konto. Jetzt wirst du nichts machen. Na gut, doch, wir haben ja fleißig immer gehäckselt. Geht nicht so, ne? Es ist doch feine Sache hier mit dem Heu.
Reicht das mal für eine Weile. Den Rest, die Rundballen, die können wir mit in die Biogasanlage hauen. Ha, oder diesen platzierbaren Strohhäckselteil da. Nee, nee, da ich tue lieber. Hast du den Mod, wo er dir die Qualität und so was anzeigt? Nee, ne? Vom Stroh. Der ist gut, da steht, nee, wie viel die noch bringt. Was für eine Feuchte, was für eine Qualität und so die haben. Das ist ganz gut. Mhm. Frag mich nicht, wie die heißt, ja. Tja, ich hab meine. Ich hab meine 100. Das wäre doch schön. Gelöscht. Jetzt hab ich noch da einen. Hm, war noch mit dabei. Können wir gleich mal gucken nach den Tierchen. Ich pack schon mal einen Trecker. Und zwar Mischration, das werden wir noch schnell mal machen. Ja, da kannst du ja mit den Lehnen mal kommen. Mit den Lindner, mit Mischwagen, den Grünen. Weiß ich jetzt gar nicht. Ach gut, wir tun sowieso erstmal die Rundballen verfüttern. Da können wir den Trecker hier parken dann, ne? Ja, ne. Hinten steht er, der Lindner, der Grüne. Das ist ja süß. Die Schokolade, die Lindner. Das ist auch krasse Sache hier mit dem Greifer. Das geht gar nicht, wenn du hier die Vergrößerung dann machen willst. Da musst du 4 Schrauben aufschrauben und jeweils mit Numpad 3 und 9 den Schraubenschlüssel drehen und mit der Taste den Schraubenschlüssel dran machen. Bolzen rausdrehen und so weiter. Na, hier vorne an der Zange. Süßen. Mach es nicht, nee, ich hab lang genug rumgemerkt damit. Kompliziert. Ja. Ist krasse Sache, hm. Oh, da steht der Lindner. So, na gut. Schau hier wieder damit, ne? Na komm her. Das Gewicht ist voll übertrieben für so einen kleinen. So vor mich. So, kannst ja schlechter. Weiter, laufen. Weiter. Gut. Hälfte drin. Jetzt zurückfahren. Hm. Das kommt zu Stroh, zu Gras und Rest, die Lage. Gras, ah ne, haben wir ja genug. Weiter. Ja, wir machen das, wie gesagt, die Rundballen. Ich stell mich einfach nicht so und so. Einfach. 88%. Voll oder willst du noch den? Ne, ich mach noch Mischration Baum mehr. Der Lindner sieht aus wie so ein Mod, ey. Hm. 95%. Noch ein oder? Ja, ja. Immer voll, wie gesagt. Gut, da kannst du reinschaffen. Ja, das ist eine Mischung. Heu 44%, Silage 11, Stroh 44%. Na, ich muss alles grün sein. Alles grün. Alles grün muss gelb, sein. Gelb, gelb, blau. Na, warte, dann steigen wir kurz aus. Also die Striche war doch richtig, oder nicht? Nee, scheiße, Silage brauchen wir. 1% geht noch rein. Mal gucken. Bleib mal gucken. Sonst musst du ein bisschen was raushauen. Wie denn das? Na, mal reinfahren und kurz was rausmachen. Warum denn das nicht klappt? Ach, plus 1 Gras, ich glaube, und 2 Stroh. Das hab ich vermehrt. Na gut, dann fahr mal kurz rein. Und tu mal so 10% rausmachen. Na, ja, schafft das. Das war ein bisschen mehr. Ja, dann voll. Er ist 72% drin und sieht aus, als ob da eine Hälfte noch drin ist. Hm.
Blau, gelb, gelb. Blau, gelb, jetzt? Gelb. Muss noch ein bisschen Silage rein. Silage ist erst 19%. Ach, das Heu geht dann runter, wenn man Silage reinmacht. Jetzt ist alles blau. Mhm. Passt auch noch was rein, ja. Ne? Nee, Silage insgesamt wenig. War grad der Strich, ist der Strich perfekt. Jetzt. Na, dann du mal ausstellen kurz. Mal kurz gucken. Ja, 95% sind. Und ja. Wir können ein kleines bisschen Silage noch rein. Die 5%. Dürfte gehen. Wenn der musste schreien, wenn ich aufhören soll. Ja, wenn Heu jetzt komplett wieder runter ist, auch scheiße. Bin ich ja gespannt, wie das mit den. Mit der alles noch easy. So, gut. Gut. Dann machen wir da noch in eine Heufuhre bloß, ne? Weil das ist auch gleich alle. Und dann sind wir fertig für heute. Ja. Wie spät haben wir es eigentlich? Ah, 11:30. Oh, manche Landwirte eigentlich noch, Kühe machen, verdienst du eh nichts dran mit diesem mickrigen 8 Cent pro Liter da. Naja, schon, aber trotzdem brauchst du die Milch. Ich würde lieber Schwein machen. Das kann man ins All machen. Mehr von. Ich würde lieber Biogasanlage machen. Ja, mit der Ding hier ist noch ein bisschen schwierig. Ja. Na gut, dann fahren wir jetzt wieder mal. Dann musst du Hälfte, Hälfte machen. Nee, du bloß Stroh rein. Ja, ich meine jetzt Hälfte komplett von der Zange. Stroh. Das hält die Hälfte der Balle so frei. Nein, ich wollte wie. 100%. Ich hatte zwei hier umgeworfen, die wollte ich. So. Na, ist klar, weil da ja, Stroh drin. Ja, jetzt haben wir 88. 66. Oder? Brauchst noch das zwei. So. Ja, du musst noch 10. Ja, dann gehen bald die Strohballen zu Neige. Kommt der bald rein. Feld 33 pressen. Das wird eine Schlacht. Und das dann alles wieder zum Hof bringen mit der Gabel und so weiter. 100. Wie viel? Mist. Gut, dann ab rein. Kriegen wir Mist. Mal gucken, wie viel Mist. 63.000. Das kommen wir denn in die Biowasser und die Gülle, ich glaube auch. Jo. Mal sehen, ob du alles reinkriegst. Gut, da hat man die Kühe wieder versorgt. Mischration, naja, können wir auch mal wieder eine reinhauen. Aber so. Gucken kurz nach der Kühe hier. Das muss dann auch mal gemacht werden. Ja, das sieht man leider nicht, schade. Ich gehe noch runter tauchen. Mit O kann man das. Das kann man mit O sogar tun. So, na gut. Oh. Was ist denn hier los? Das ist ja scheiße. Warum läuft die Biogasanlage nicht? Oh, das wird teuer, wenn die nicht läuft. Irgendwie füllt's die nicht. Jetzt.
Wir haben uns abgearbeitet, deswegen. Hier, willst du ein Abschlussfoto machen? Ich stehe auf den Ballen. So. Gut, dann, ja, eigentlich hätten wir noch 10 Minuten. 10 Minuten können wir noch, da haben wir eine Drittelfolge gleich voll. Da dürfen wir jetzt mal den Biogasen angucken hier. Aha, Radler, da können wir mal eine Fuhre Kartoffeln reinmachen. 2 Minuten. 2 bis 3. Und ich überlege mal, was wir mit dem Geld machen können. Licks und Kuchen. Ich verfällt 30. Oh, du fährst schnell mal, genau, könntest schnell mal zu Feld 30 fahren. Mit Feld 30. Wie viel das, gucken wie viel das kostet. Oh, mit Traktor mal hin, schnell hindüsen. Deutsch, Melbourne. Ist weg, oder ist? Nicht mein Case. Ja, weil ich gerade den Haufen, wahrscheinlich weil ich den Haufen gerade, ja. So, jetzt dürft ihr mal lenken. Oh, mit Sicherheit gleich, Jetzt hat's aufgehört. Sah es lustig aus, wie ich da drauf war? Leck. Ja. Ui, ab durchs Rapsfeld. Ab durchs Kornfeld. Und jetzt wieder vor Straße. Junge, ab durchs Dorf. Ui, das war ein Stoppschild. Hilfe. So, gucken, ob wir noch Diesel im Generator-Dingsbums haben hier. Diesel 3. Was auf der Liter anzeigt, nie auf Prozent. Oh, hab ich geblitzt. 19, doch. Nö, ist kein Mord von da. Ach scheiße, das haben wir ja. Gut, schlimm, ich werde doch nur einen zweiten Radlader kaufen. Wo sehe ich denn das? Ja. Muss ja mitten aufs Feld fahren jetzt oder wo? Ach, da hinten. Ja. Nee, irgendwo ist es an der Seite. Ja, ich bin bei Feld 30, haben die sich am meisten Mühe gegeben mit den Gehwegen und sowas. Das ist ja schön, kommen bald dahin. Ja, da wird dann leider der New Holland hier verkauft. Was schätzt du? Werden wir nicht brauchen. Genau 500. Naja, wie gesagt, 500.000 denke ich mal. Hast schon vorher. Letzte. Steig mal, nee, bleib mal dort und steig mal aus. Warte mal kurz. Ja, man sieht dich denn gar nicht, wenn du erst. Scheiße. Ja, ich dachte schon. Ja, weil ich eingestiegen bin aus den 19 Hektar, meine Güte, krasse Sache. Ja. Ja, neuer ist unser jetzt, ja. Hier, guck mal, jetzt siehst du mich, wa? Kann man schon den Anhänger hinstellen. Schneidwerk. Ist guck schon mal. Ein ganz schönes Prachtfeld. Du siehst mich ja so, ne? Hey, ich bück mich doch. Bei mir machst du nichts. Nö. Guck mal, ich bück mich um. So. Siehst du mich jetzt, wenn ich mich bücke? Siehst du mich? Nein, ich bück mich. Dann back das rum. Nö. Dann fahr mal schnell noch zu Feld. Fahr jetzt mal Richtung Biogasanlage von hier aus. Also 35, 34, 33, 32, die tun wir noch kaufen und dann ist Ritze. So. Unten die Reihe lang. Kann man dann schön alles abernten. Freue ich mich dann, die schönen neuen Fortuna-Anhänger. Ne? Genau, genau. Ich darf doch bestimmt auch drin stehen. Damit könnten wir. Schon mit Lexion, so. Na klar, wie gesagt, 3 Drescher wollten wir eigentlich kaufen. Solange es klar ist. Also, dass wir dann 3 haben. Na, dann lass dich mal überraschen.
So, ne, der Reifenpacker, den habe ich auch mit reingemacht. Sieht ganz cool aus an dem Deutz. War nicht so erinnerungsmäßig. War ich im Urlaub, ne? Genau, der Deutz suchte eine Drille. Plus die Drille hatte er. Kleinere Drille. Aber der hat auch genau den Reifenpacker dran. Ich bin jetzt bei Feld 34, 33 und sowas. Steig mal aus. Na, hier ist aber gar kein Schild. Okay, du hast gesagt, Stücke. Ich seh's. Ich renn mal schnell hin. Ja, gleich Bedefelder. Oh Gott, Rügen. Hab ich doch gesagt. Dann wollen wir doch gar nicht. Aber naja. Das ist bloß ein kleines Feld. Und hier können wir gleich noch was drauf bestellen. Gut, ja, große was. Verluste, ey. Na gut, da brauchen wir die Rügen erstmal nicht kaufen. Naja, wie gesagt, lass mal den Biogas in der Lage noch 2 Tage laufen. Wir müssen ein Foto drin machen, schön Sonnenuntergang hier. Ja. So, Feld. Was haben wir noch? Ja, die kleinen Hitsche-Dinger, die können wir hier auch kaufen. 28, 27, 29. Ja, ja, dann machen wir eine richtig große Ernte dann. 25 Schnäppchen. Ich bin gespannt, ob wir das ganze Geld wieder reinkriegen. Nein, schon durch den Ertrag von Feld 30. Ich habe das mal allein aus Spaß gedroschen, mit dem großen New Holland da, ne? Also Standard. Habe den ganzen Tag für gebraucht. Ja. So, einen Decker musst du mitnehmen oder ich nehme. Ja, voll vom Baum, ey, der schöne Trecker. Ne? So. Warum? 2 Meter Platz. So, jetzt hab ich kein Geld mehr. Das liegt hier auf dem Alter, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das liegt hier auf dem Feld. 19 Felder. Scheiße. Da werden wir dann die nächste Scheiße auch hinbauen. Ja, soll ich dann schon mal den Server verlassen oder willst du ein Foto machen? Oder eine Verabschiedung? So, jetzt haben wir echt kein Geld mehr für unseren Stausender. Aber wir haben ordentlich investiert in Land. Rüben brauchen wir im Moment noch nicht dahin. Die 32 können wir dann bestellen. Mal schnell gucken, wie das kostet, ob das da weniger kostet, ob da, wenn da nichts drauf ist. Gut, dass ja keine anderen Bauern sind, die irgendwie Land haben. Das wäre cool, wenn es das geben würde, wenn man so dealt, so, weißt du? Wie im LS13, da. Hans-Peter irgendwas hat jetzt Feld übertragen. Ja, genau. Ja. Wenn das da vermietet, also hier verpachtet oder weiß ich, versteigert wird, sowas. So, naja, dann können wir noch schnell, ja, nö, das war's eigentlich. Lassen wir die Biogasanlage schön schupfen. Oh Gott, oh Gott. Und die Kühe arbeiten, schön melken lassen. Futter haben sie jetzt. Ich lade schon mal rein. So, fahr fix hier rein, gucken, was hier los ist. Ja, Gülle müssen wir fahren. Ich sag noch mal die Gülle von der Kühe hier in die Biogaslage einspeisen kann. Ich glaube, das geht. Es geht gerade vorderbein wieder so stückweise. Ja, zu Fuß bin ich leider nicht so schnell. Jetzt schnell, 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 schnell. Jetzt. Das habe ich auch schon gemacht. Das ist ja, und dann gleich mit dem Häcksler reinspringen hier. Ja, gut, also wie gesagt, dann hätten wir es geschafft.
Ja, haben einiges geschafft, haben ganze Ballen reingeholt. Wir haben ja, die Biogasanlage am Laufen gehalten und wir haben fette Felder gekauft, einige Hektar. Das wären jetzt mal bestimmt schon um die 70 jetzt gewesen Kannst sein. Gucken, und da wir haben alles schon abernten. Tresche. Nee, auch steht Hektar. Das mal, was wir gekauft haben, oder? Naja, schon, aber wie gesagt, da steht ja ne. Ja. Dass wir das dann mal heute gekauft haben, weißt du das? Ja. Was mal, wie viel gekauft haben. Kurz gucken, wo steht es denn, meine Güte, ich sehe es gerade gar nicht. Hä, ich sehe es nicht. Das hier, Einkommen. Hä, ja, steht da eigentlich? Welche blöd. Überblick. Na klar, für Treibstoff und so einen ganzen Mist. Komisch. Eigenartig, naja. Gut, also dann, wie gesagt, danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann bei der Ernte wahrscheinlich. Oder ein paar Vorbereitungen und so weiter. Gut, also dann, danke.